Hey, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, so. Du glaubst also, du kommst hier raus? Ja, Bioshock. Ja, die Weissagungen sind echt einfach nur beschissen. Spielautomat. Wenn ich jetzt wieder gewinne, ist es echt seltsam. Gib mir mein Geld. Geht doch. Ja. Geht vielleicht besser? Diese verkackten. Oh, Sichtern. Patrick. Ich will Patrick. Manu, wie ist gemein. Es weigert sich mir Patrick zu geben. Da ist noch zu. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Hoppsala. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Warum sind Parasiten? Ich weiß nicht. Toll. Geht ja schon gut los. Wo soll ich das denn wissen? Ich dachte, die sehen meine Links nicht viel gerne. Schöne Schrottsammlung. Schöne Schrottsammlung. Ja, hallo. Da hat was hier blinkt, das wollte ich halt haben. Nein. Ich will da durch. Oder Drecksau. Es ist nur eine Eve-Ampulle, ansonsten ist da nichts drin. Da hat er ja nochmal Glück. Aschenbecher ist unnischt. Ich dachte, ihr könnt wenigstens ein paar. Alter! Nein! Mano! Diesmal kommt keine Durchsage. Ah, schon besser. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da-da-di-da-di-da-da. Haha, endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, im Ohr zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen! Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist oder vielleicht etwas Besseres. Wo hast du studiert? Ah, verpisst euch! Ah,
Ich hab... Nein! Ja, sag mal, kommt ihr jetzt da in Schwärmen raus? Oh, bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Ich frage mich bisher immer noch, wie der das gemacht hat. So schnell ausgelegt. Man weiß nie, wann man es brauchen kann. Selbst für gehackt ist das dann doch etwas teuer. Willkommen in Fort Frolic. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Du zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Notte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm, komm in mein Zuhause. Was ist denn das hier wieder für Beschiss, Alter? Also mal ernsthaft. Manchmal ist das Spiel ein bisschen doof. Ich meine, klar, das wird ja halt nach Zufallsprinzip angelegt, soweit es geht. Aber das? Ernsthaft? So. So. Dann. Nehmen wir mal den hier. Und meinetwegen führen wir Dinge zu einfach eiskalt runter. Dann kommt hier noch ein Graben irgendwo. Das wäre sogar eh erreicht. Zack. Ja. Auto-hackt. Dass mir der Alarm nicht gerade gleich wieder auf den Keks geht. Hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Du willst gesammelte Bolzen mit Stahlspitze. Okay. Heißt auf jeden Fall, dass wir hier was Schönes kriegen. Etwas spooky, aber gut. Das ist selbst ein Kind, Alter, der Typ ist ja mal krank. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen.
Zack, ganz einfach. Gut, das hier ist eine Nummer härter zum Hacken. Komm, geraden. So. Okay. So. Alter, ist das gerade brenzlig. Halleluja. Ich hab's geschafft. Sein Atelier geplündert. What the fuck? Etwas scary music, sag ich dazu nur. Apropos. Oh, drei Little Sisters lebt das hier. Plasmin-Slot, Körper-Tuning-Slot, aha. Insektenschwarm 2. Ich hab noch nicht mal Insektenschwarm 1. Tommy, Winterboss, Electrify, Heiliger. Mann, was erwarten? Aha. Wer ist also, was ich hier drin, ja? Da bin ich ja mal gespannt. Boah. Schnell gehackt. Kamera ja nicht wie auf den Keks ziehen kann. Passt ja hier wieder die, wie die Faust aufs Auge alles. Ja. Na so. Hallo? Ach da. So. Nichts drin, ja. Zigaretten nehme ich nicht. Schon wieder das Gefühl, die ganze Zeit verfolgt zu werden. Ah, ja, heute. Da sagt er nö. Da sagt er nö. Dann bleibt uns nur der Weg nach oben. Er will filmen. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ach du Scheiße. Das erste Mal, dass ich so ein Ding hacke. Mal in die Richtung erst. Bingo. Den und dann. Wieso, das fehlt mir? Ernsthaft? Zu wenig Schläuche? Ah. Also, ist das Eve? Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mal...
mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite. Undenkbar! Dann machen wir auf. Sag mal, muss ich erst einen Knüppel rausholen oder was? Huh. Verdammte Gitarre. Sagen, vielleicht meint er, nee, ich muss da oben lang. WTF, willst du mich verarschen? Irgendwas muss ich übersehen. Auf der obersten Ebene. Oh. Okay. Scheibenkrieg ohne kaputt. Ich heiße ihr alle, du Schwein! Komm zurück! Hier wird es schon! Ich brauche nur jemanden zum Reden! Aber nicht mich! Wo gehst du hin? Weg von hier. Dein Schrei doch. Ich bitte dich. Nein. Doch. Junger Fitzpatrick. Was zur Hölle? Nein! Bowen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. Naja, so will gleich. Ich ihn in Erinnerung behalten. Gleich. Doch kann er. Er ist tot. Aha. Ich bin runtergefallen. Hä? Dann tun wir immer schnell in die Fallen. So. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit
hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Gut. Und hopp. Alarmexpert. Alarmexpert von Hex entschärft Sicherheitssysteme mit Hilfe der Elektronenzusammensetzung ihres Körpers. Probieren Sie es noch heute. Was für eine herausragende athletische Leistung. Wie ist nichts drin? Sag mal. Machst du die Tür nicht zu? Das machst du kein zweites Mal! Langs aber sicher nie mehr, ich doch Keks. Komm raus und kämpfe fair! Hast du deine Meinung geändert? Alter! Jetzt komm her! Wienerin. Das, was von ihm noch übrig ist. Er wird auf ewig eine Legende bleiben. Keine Ahnung, wer er war, aber war bestimmt schon ein dufter Typ. Hier schon lang und dann nach oben. Genau, so längst. Dann setzen wir den hier noch an. Es ist Kunst, ganz einfach. Und dann fertig. Zack. Einfach. Das Spiel verlangt auf jeden Fall, dass ich in diese eine Richtung hier gehe. Ich merke schon. Dahin. Deswegen. Lalalala. Dieses Hacken ist einfach nur nervig. So. Aber wenn es sich wenigstens für ein paar Sachen lohnt, dann ist das gut so. Ah, verdammt, war zu langsam. Na klasse. Komm halt mal.
halt da rum, wirklich. Oh, wenn ihr die Tür habt, das... Oh, wow. Dann so. 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 Dahin. Den ganz schnell dahin. So. What the fuck? Ich hab's hier irgendwo noch nicht gesehen. Alter! Meine Fresse, ey. Mensch, jetzt Kinder. Ja. So, jetzt kann ich mir hier wenigstens noch mal ein bisschen umgucken, weil es wahrscheinlich ja nichts mehr bringt. Kartoffelchips. Echt jetzt? Kommst du, Sacklaus, denn her? Geld. Zigaretten brauchen wir alles nicht. Schließen weg. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Ja, merke ich. Aber, Freunde, ich beende an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Wertung da. Teilt das Video mit euren Freunden und lasst wie immer ein Abo da. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.